Dann fehlen uns nur noch Tram und Busse. Und hier fehlt uns noch die entsprechende Linie. Und dafür müssen wir natürlich noch die entsprechenden Haltestellen platzieren. Gut, das soll reichen. Ich weiß jetzt nicht, wieso, weshalb, warum. Aber okay. Also, dann haben wir noch die Tramschiene verlegen wollen. So. Das wäre einmal verlegt. Dann passt das. Nein, die Linie habe ich ja schon. Das wäre dann Dennewitz. So. Und hier können wir gerade noch eine Verbindungsstrecke machen für die Tram. Hierhin. Dann brauchen wir auch nur ein Depot für diese beiden Städte. So, hier unten. Dann nehmen wir doch die. Zwei Stück für Denvi. Wieso habe ich jetzt... Ach, fail. Fail auf ganzer Länge. So, dann passt das. Habe ich jetzt die ganz falsche Straße in dem Fall angewählt? So, jetzt muss es passen. Dann nehmen wir hier von den. Gut, dann haben wir dort die Tram. Und müssen, genau, hier müssen noch die Straßenfahrzeuge sein. So, den Bus. Dann haben wir die auch schon an das öffentliche Netz angeschlossen. Dann passt das. Gut, das Passagieraufkommen ist erhöht. Wieso ist das nicht verbunden? Jetzt muss ich kurz schauen.
Das geht. Hat's mir hier den auf die Bushaltestelle. Ja, genau. Gut, dann geht das. Dann hat's mir vorhin den auf die Bushaltestelle bzw. auf die Tramhaltestelle gezogen. Und dann passt das jetzt. Ja, kommen auch die Busse. Gut, dann haben wir das mal passend gemacht. Und ich würde jetzt mich hier oben wieder drauf konzentrieren, das weiter auszubauen. Und zwar würde ich jetzt gerne eine S-Bahn-Strecke hier nach unten bis Gröbditz verlegen. Nach Herbertshausen werde ich eine Zahnradbahn bauen. Ja, das wäre so ein kleiner Plan, den ich mir jetzt so denke, würde funktionieren. Ja, dann machen wir hier die Linie, nehmen Wahl oder Wahl mit, Rautenhof. Und gehe noch hier hin. Aber wie mache ich das hier? Hier haben wir sehr wenig Platz. Ich könnte auch theoretisch den Bahnhof von Trautenhof hier hinsetzen und dann eine Buslinie über den Fluss fahren lassen. Wäre machbar, dann hätten wir hier nicht so allzu sehr großen Stau. Und hätten da für das Stadtwachstum einfach entspannt Platz. Und von Wörthsee nach Gröbditz würde ich dann auch wieder eine Bus fahren und pendeln lassen. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das geht. Ja, und hier kommen langsam die Personen auf die Linie, das passt mir. Gut. Also dann setzen wir hier mal den ersten Bahnhof. Dann auch noch auf das richtige Symbol. Dann nehme ich mal einen Standardbahnhof, würde ich sagen. So, den hier. Dann können wir mit dem machen wir 2,40. Mehr braucht es eigentlich nicht. Einmal hier hin. Ja, also da kann man gut und gerne hier auf der Seite den Bahnhof für Trautenhof bauen und dann, ja, das würde ich sagen, machen wir doch so. Dann ist mit einer Busverbindung der Bahnanschluss gesichert. Hier habe ich den Kopfbahnhof. Na, komm schon. Baba Wan.
ist das wieder zu niedrig, genau. Dann nehmen wir doch den. Allzu schnell sind wir ja beim Ausfahren, Einfahren sowieso nicht. Dann nochmals den Gleiswechsel, wie gewohnt. Und dann verbinden wir mal die einzelnen Bahnhöfe zu einer Linie. So. Dann hierhin. Dann noch ein wenig geradeaus. Und dann muss ich ein wenig schauen. Wir haben hier doch ein wenig Höhendifferenz. Da muss ich ein wenig in Kurven das ein wenig überwinden. Ja, es geht. Hab's mir schlimmer vorgestellt mit der Höhendifferenz. Na. Stimmt das jetzt? Ja, noch nicht 100%. Aber es passt schon viel, viel besser. So, nehmen wir die Stahlbrücke. Gut, und dann einmal nach unten. Hey, ich habe sogar noch die richtige Seite erwischt. Das ist auch selten bei mir. Also hier haben wir so ein kleines Tal. Das können wir, wenn wir hier ein wenig außen rum fahren, können wir das ohne Probleme umfahren, ohne Brücken zu bauen. Na super. Nein. Dann mache ich das so lieber. Das passt schon besser. Gut, dann haben wir hier noch jetzt unterhalb. Und dann haben wir das ja auch schon angeschlossen und dann haben wir schon bald die zweite Linie in unserem Betrieb aufgenommen. Also, wir nehmen eine Linie von hier nach hier, über hier, hier hin und wieder zurück. Dann haben wir auch schon den ganzen Zauber erledigt. Das wäre dann die S-Bahn 2. Jetzt muss ich schnell noch wechseln. Und das auf die 3. Die 4 sollte eigentlich gehen. 4 hier rüber. Hier hin. Gut, dann müsste nur noch hier eine Weiche. Na, komm schon. Wo fängst du an? Hier. Gut. Dann funktioniert die gesamte Weichenanlage wieder einwandfrei. Wieso? Jetzt muss ich schauen. S-Bahn 1. Dann wäre die noch auf der S-Bahn 1. Und dann hier nehmen wir die in dieser Farbgebung. So, 3 sollten. So. 3 sollten für diese Strecke reichen. Und dann die auf die Nummer 2. Gut.
Dann, wie gewohnt, muss jede Stadt einen ÖPNV kriegen, weil ohne ÖPNV kriegen wir einfach zu wenige Personen an die einzelnen Stationen, und wenn die Stationen zu wenig bedient werden, kriegen wir auch keinen vernünftigen Gewinn. Also, ich fange jetzt. Gut, hier, diese Stadt ist jetzt eigentlich wirklich noch vom ganzen Bahnhof selbst angebunden. Das heißt, hier muss ich jetzt nicht mal groß anfangen mit einem öffentlichen Nahverkehr. Aber wiederum hier brauche ich ihn umso dringender. Und da machen wir jetzt so einen Bus-Shuttle. Doch, war schon richtig. So. Dann haben wir die einfachen Stationen. Gut, hier. Ja, was bist du wieder am Motzen? Kann doch nicht sein, dass du ständig etwas zu melden hast, liebes Spiel. Ah doch, hier sind die Schlaufen. Die habe ich vorhin mal eine Zeit lang gar nicht gefunden, aber doch, jetzt sehe ich die wieder. Also einmal Shuttle-Verbindung machen und dann schauen wir, was uns das Spiel zu sagen hat. Rautenhof. So, jetzt muss es wieder speichern. Und was ich ganz fest hoffe, ist, dass wenn ich das nächste Mal das Game lade, dass mir das nicht mehr abschmiert. Das war wirklich ein Kampf, überhaupt einen Spielstand laufen zu kriegen mit diesen Modifikationen. Gut, aber das ist nicht das Thema von heute, sondern heute wollen wir Busse haben. Und für Busse braucht man natürlich einen Busbahnhof. Den haben wir hier. Na, nehmen wir diese 4 Stück reichen. Gut, dann ist der mal angeschlossen. Und jetzt, liebes Spiel, was hast du mir hier zu erzählen? Wenn ich raten dürfte, bist du mir wieder auf das falsche Gleise bist du mir gefahren. Hier. Zwei aufs eins. Drei aufs eins. Dann passt das gut. Und du, lieber Zug, musst wieder in das Depot. Aber wie? Ach, du bist wieder auf das Gleise. Ja, okay. Aber jetzt muss ich zuerst noch, bevor ich mich um das kümmere, Signale setzen, weil sonst haben wir hier... Nein, jetzt habe ich noch die falsche Version des Signals. Die für die rechte Seite. Weil wenn wir da wieder ganze Strecken ohne Signale haben wir zwar eine, zieht uns die einzelnen Fahrzeuge schön auseinander, aber der Takt ist dann einfach
ungeheuer beschissen. So. Gut, dann müssen wir hier noch für die andere Seite die andere Version nehmen. Gut. Also, die Busse werden angenommen. Müssen wir nur noch diese Stadt hier oben anbinden. Also, der funktioniert, der geht jetzt ins Depot und dann werde ich den Zug zuerst mal auf die Linie 2 senden, damit der überhaupt auf das richtige Gleise kommt. Und sobald er hier im Bahnhof ist, werde ich ihn dann auf die Linie 1, auf die S-Bahn 1 umsetzen, damit er dann auch auf der richtigen Bahnlinie fährt. Dann haben wir mal die ersten. Okay, wo möchten die dann hin? Ah, da geht's. Da möchten einige an Wörthersee. Oder an Wörthsee, besser gesagt. Gut, hier. Linie 2. Dann kann der jetzt gerade auf das richtige Büro einfahren und sobald er hier auf dem Büro ist, werde ich ihn dann umsetzen. Hier kommen wieder einige neue Fahrzeuge ins Spiel. Das gefällt mir gut. Gut, 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 gut. Gut, er ist auf dem richtigen Gleis. Und sobald er zum Stehen gekommen ist, werde ich ihn dann auch schon auf die richtige Linie setzen. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann, damit wir noch mehr Fahrgäste kriegen, braucht es hier auch noch eine Stadtanbindung. Da machen wir eine Tram. Einmal wieder durch alles einmal durchklicken, man kennt's. Okay, die Mod hat auch Probleme. Hier mache ich einmal so. Ja, wie mache ich jetzt das hier? Ich kann hier oben und dann hier außen rum, hier einmal wenden und wieder zurück. Ja, das sieht nach einem Plan aus. So, hier außen rum. Und hier mache ich dann noch eine Wendeschleife. Tram elektrifiziert. So, dann noch die einzelnen Haltestellen. Hier haben wir die Linie entlang gebaut.
So. Gut, dann haben wir hier die Linie erstellt. Machen noch die Beschriftung. Wahl oder Wahl Tram 001. Dann noch, damit wir auch es einfacher haben, die Linie zu finden. Jetzt fehlt mir natürlich noch das Tramdepot. Haben wir. Hier haben wir ein Stück, wo wir es gerade heransetzen können. Und dann nehmen wir doch hier haben wir eher so ältere Modelle noch drin. Nehmen wir von denen ein wenig moderneren. Die haben auch schon 20 Personen. Also das läuft, das kommt jetzt gut. Ach, die sind auch schon voll. Okay, mal schauen. Wie sieht's mit den anderen Bussen aus? Die sind voll. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier noch zwei Busse platzieren können. Damit wir wirklich die Passagiere hier hinkriegen. Ja, ja, und der kann zuerst mal die Stadt ausbauen, bevor wir hier den ÖV einführen. Also, wir haben die ersten beiden Linien erfolgreich eingerichtet. Jetzt können wir mal noch schauen. Ich meinte, das müsste zu Uster noch gehören. Aber der hat das Bedürfnis, Post. Okay, dann haben wir hier in der Nähe schon etwas für die Produktion, dass wir auch Güter hierhin liefern können. Ich sehe eine Goldschmelze. Was braucht es überhaupt für Uster? Also wir brauchen einmal Alkohol, wir brauchen Luxusgüter, Asphalt. Und Waren brauchen wir. Gut. Mal schauen, was wir hier in der Umgebung haben. Also eine Goldschmelze habe ich schon gesehen. Hier unten haben wir eine Goldschmiede, wo die Luxusgüter produziert. Hier haben wir wieder die Goldschmelze. Und wir haben Goldminen auf dieser Seite. Und ich sehe einmal, zweimal, dreimal, drei Städte, die wir mit Luxusgütern beliefern können. Das ist ein Verhältnis 1:1. Zwei Goldminen zu einer Goldschmelze. Das heißt, wir könnten als Beispiel genau diese zwei Goldminen hier zur Goldschmelze liefern lassen, die weiter zur Luxusgüterfabrik und dann von hier verteilen lassen.